Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde, ich möchte mich dann kurz vor unserem Treffen vor der Pfeifenmesse in Lohmar nochmal zu Wort melden. Und ja, eigentlich gibt es nichts Großartiges Neues, so viel nur, dass ich mich also riesig auf die Messe freue. Einmal auf die vielen Begegnungen, freue mich auf gute Gespräche, freue mich auf natürlich die Pfeifen und Tabake. Und natürlich auch auf einen schönen Einstieg in die Messe, nämlich am Freitagabend im Brauhausstübchen. Und wenn die Stimmung wieder so wird wie im letzten Jahr, dann werden wir sicherlich eine ordentliche Sause erleben. Ja, tabakmäßig hat sich nicht viel getan, aber einige neue habe ich natürlich auch aus Amerika, zu denen ich sicherlich später noch mal was sagen möchte. Nur so viel, was Cornell & Deal betrifft, beziehungsweise smokingpipes.com. Da war ja lange Zeit der Sansepolcro Small Batch out of stock und der ist jetzt wieder verfügbar. Natürlich, Small Batch sagt eigentlich schon alles. Der wird nicht unbegrenzt verfügbar sein. Also wer Interesse daran hat, der sollte sich bedienen. Ja, tabakmäßig freue ich mich natürlich schon mal in erster Linie in Lohmar auf die Tabake, die neu präsentiert werden. Ganz vorne voran von HU, von Hans Wiedemann, den Tabak, den er mit CO Pipes, dem Kelvin und dem Thorsten zusammen kreiert hat. Und zwar diesen The Swan und The Bullet. Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf und mal gucken, was mir sonst noch so in die Pfeife tröpfelt, kräuselt, rieselt, wie auch immer man das nennen mag. Ja, ich hatte es ja schon vor einiger Zeit auf Facebook dargestellt und präsentiert, denn es ist meine neue Errungenschaft. Ihr habt ja in meinem letzten Video gesehen, ich hatte mir eine Meerschaumpfeife von Hüseyin Kohr machen lassen in Eskise hier und das war sozusagen eine Egg. Und diese fantastische Pfeife, die hat mich so begeistert, dass ich eigentlich hier nochmal nachgelegt habe und nachlegen musste. Und zwar nach meinen Vorgaben hat er mir hier eine Billardpfeife gemacht. Und diese Billardpfeife, die kam natürlich einmal in großer Erwartungshaltung an, aber genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Ich zeige sie euch zunächst mal. Da glänzt und glitzert es an allen Seiten und da ich den Kontrast eines schwarzen Mundstückes an einer Meerschaumpfeife zu extrem finde, habe ich gerne farbige Mundstücke und ich wolle gerne wieder eine Spigot und eben mit entsprechenden Kopfapplikationen und das ist dem Hüseyin Kohr ganz hervorragend gelungen. Trotz des Silbers, es ist massiv Silber, hat die Pfeife ihr Gewicht und ja, diesen Kopfrand, dieser silberne, birgt natürlich einen Nachteil. Er dient einmal der Optik, das ist sehr schön anzusehen, sieht auch wertig aus, ist es auch, aber Silber, wie ihr wisst, ist ein sehr guter Wärmeleiter und dadurch wird natürlich dann gerade hier in dem Kopfbereich im oberen Bereich die Pfeife oder besser gesagt der Kopfrand ein bisschen heiß. Da muss man die Pfeife etwas tiefer halten und sobald dann der Tabak etwa bis hierher abgebrannt ist, dann gibt sich das auch mit der Wärme und dann kann man auch wieder etwas höher fassen. Ja, und jetzt schaut mal hier auf dieses Mundstück hier insbesondere, denn ich liebe ja farbige Mundstücke und jetzt zeige ich euch das hier. Und ihr seht, es ist eine Billard mit einem roten Mundstück. Aber keineswegs habe ich mir jetzt eine zweite Pfeife machen lassen in dieser Art, sondern ich habe mir einfach ein zweites Mundstück machen lassen. Ja, das eine in, man kann sagen, Sherry oder Erdbeerfarben und das andere in Honiggelb. Ja, und dieses
war mein Wunsch, denn ich wechsle auch dann schon ganz gerne mal und habe gesagt, Hussein, mach mir bitte ein zweites Mundstück. Und das war problemlos möglich. Und dann, ich mal gucken, vorsichtig, dass das Mundstück nicht rausfällt, dann kommt es so in dieser Schatulle an. Und ich habe mich natürlich riesig darüber gefreut. Angezündet wird sie heute Abend. Ich habe sie extra noch nicht angezündet, weil ich noch etwas warten wollte. Und ja, es ist einfach nur eine Billard. Aber man meint jetzt, diese Billardpfeife, das ist eine ganz einfache, in Anführungsstriche primitive Pfeife. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Denn eine Billard ist sozusagen das Schwerste, was zu machen ist, wenn man eine Pfeife machen möchte. Denn hier müssen die Parameter stimmen. Einmal Durchmesser zum Kopfhöhe, Holmlänge, Holmstärke und natürlich das Gesamtbild muss entsprechend eine entsprechende Haptik haben, damit es überhaupt als elegant und sozusagen in Anführungsstriche vollkommen empfunden wird. Eine Freehand, da kann jeder sich dran geben, die ist also sehr viel leichter herzustellen, weil die Möglichkeit einer Umgestaltung ist da wesentlich breit gefächerter und wesentlich mehr gegeben wie bei einer Billard. Denn hier hat der Macher kaum eine Chance, eine Formveränderung durchzuführen. Und ja, dann war es das wohl mit dieser Form. Also, da die letzte, wie ich sagte, eine Apple bzw. eine Egg war, so wollte ich diesmal eine Billard haben und sie liegt also fantastisch in der Hand. Ich habe mir auch zusätzlich, ich will mal gucken, ob man das so sieht, noch dieses Relief einarbeiten lassen, sprich eine grobere Form der Oberfläche, in etwa gemacht, so wie Werner Eisenreich seine Pfeifen macht. Blitzt so hell, man sieht es gar nicht richtig. Ja, also auf jeden Fall wunderschön in der Hand zu halten und sehr, sehr schmeichelhaft. Ich denke mal, eine Meerschaumpfeife ersetzt eine Bruyère-Pfeife ganz sicherlich nicht, aber so ab und an, gerade bei neuen Tabaken, da habe ich sie schon mal ganz gerne oder auch so einfach nach Lust und Laune, wenn ich sage, heute ist Meerschaum-Day. Und dann werden meine Meerschaumpfeifen durchgeraucht. Und ich bin froh, dass ich sie habe. Es sind jetzt drei Stück an der Zahl. Und da, sage ich mal, habe ich doch regelmäßig Gebrauch von gemacht. Ja, dann sage ich mal ganz einfach herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und ich hoffe sehr, dass wir uns in Loma sehen, dass wir uns treffen, dass es einige Gespräche gibt beim Bierchen und vielleicht auch mit Bierchen. Und sollte ich irgendjemand nicht ansprechen, sollte jemand an mir vorübergehen, bin nicht enttäuscht sein, dann muss ich einfach sagen, ich habe dich einfach nicht erkannt. Wer mich ansprechen möchte, kann dies gerne tun und vielleicht kriegen wir ein paar Worte gewechselt. Und dessen bin ich mir eigentlich ganz sicher, denn Themen gibt es genug. Also sage ich mal, gut Rauch, lasst es euch gut gehen und tschüss bis in Loma.